was es da zu sehen gibt. Er will ihn umbringen. Folge 11, krass Klassenfahrt. Let's go, der Hase. Auf geht's. Schauen wir mal rein. Und zwar, ich habe über alles nachgedacht und ich habe einen großen Fehler gemacht. Einen sehr großen. Ja, das hat niemals rauskommen, bitte. Ich kann für gar nichts garantieren. Wenn du mir nicht hilfst, mir eine goldene 1000 voll zu machen, dann... Boah, ich will, dass Danny einfach dieser Folge so verprügelt wird, ne? Echt ein Problem, Alter. Könnten die sich inzwischen denn schon etwas mit jemand Neuem vorstellen? Ich möchte nicht für immer alleine bleiben. Was soll denn mit Georg sein? Mann, wir streiten uns die ganze Zeit schon wieder. Also, ich weiß echt nicht, ob das so weitergehen kann. Du hast mir versprochen, dich zu ändern. Mann, ja, aber ich bin auch ein Mann. Ich habe meine Bedürfnisse. Ja, wichs doch. Und natürlich, ich kann mir vorstellen, mit dir zusammen zu bleiben, aber ich hätte halt gerne einmal im Jahr Sex mit einer anderen Frau. Perfekt, perfekt. Nee, perfekt, perfekt, cool. Was? Nein! Was ist das für eine Beziehung? Also du hast bis morgen früh Zeit, dir zu überlegen, ob du noch mit mir zusammen sein möchtest. Und der Rest ist mir egal. Mhm. Warte. Bleibe doch hier. Geh bitte nicht. Oh. Denn ich liebe dich. Scheiße, Alter. Scheiße, Mann. So, und wo sind das meine 1000 Euro? Jetzt wird gebumst. Was machst du da? Ja, ich bin hier, um meine 1000 Euro zu holen. Aber du weißt doch, dass deine 1000 Euro bei unserer Klassenlehrer sind? Ja, das ist mir egal. Du schuldest mir die 1000 Euro. Nein, bist du dumm? Du hast die 1000 Euro in der Hand. Wenn du darauf nicht aufpassen kannst, dann bist du selber schuld. Weißt du was? Ich hab da eine Idee. Pass auf, du kriegst sogar mehr als 1000 Euro. Okay, danke. Ist eine gute Idee. Du müsstest aber dafür die Nacht hier bleiben. Nein, Fly, du bist so eklig. Fly, du bist wirklich warum eklig, denn? Alter. Ich meine, was, also... Mach doch mal Six, Junge, was denn mit dir? Hä? Jetzt schon wieder falsch gemacht. Warum müssen eigentlich alle Typen so drauf sein? Gibt es nicht diesen einen super süßen und schüchternen Jungen, der muss nicht mal Geld haben oder Sixpack haben? Das bin ich. Ich bin der super süße, schüchterne Junge. Das bin ich. Kann von mir aus auch ein Nerd sein. Ich bin ein Nerd. Er braucht einfach nur Charakter. Ich habe auch Charakter. Du hast aber erlebt, Nikelis, wie ist dein Name? Ich kann ihn nicht lesen, das weißt du nicht. Vielleicht bin ich auch arm, vielleicht bin ich schon doppelt und dreifach privatinsolvent, hab nur kein Video drüber gemacht, so wie Inscope. Das ist so ein Ding. Weithin sichtbar sind die bunten, mit Heckenreihen durchsetzten Wiesen am Ochsenberg. Es handelt ja. sich... Oh, hallo. Was machst du hier? Achso, ich lese gerne den Bäumen etwas Schönes vor, weil, ja, wie ich herausgefunden habe, die lauschen nicht nur dem Wind, sondern auch den Menschen. Das ist okay. ganz spannend. Du sag mal, ich habe hier einen Brief auf meinem Bett gefunden. Willst du mir vielleicht was dazu sagen oder erklären? Oh shit, alter Georg, Georg, worum es da gehen könnte, was die bedeuten okay. hat? Halt mal kurz. Halte dich von Georg fern. Er ist nicht der, der vorgibt zu sein. Scheiße, Alter. Das Phantom der Oper schlägt wieder zu. Doppelt und dreifach. Auf geht's. Was will mir die Person damit sagen? Achso, nee. Keine Ahnung. Weiß ich. Ist da was dran? Nein, Quatsch. Quatsch. Vergessen wir das einfach. Komm, ich freue mich, dass du hier bist. Komm mal zusammen hier. Schön. Hat er gut überspielt. Weißt du was? Du kannst wirklich froh sein, dass Georg dir was vorliest. Er gehört nämlich zu den coolsten Menschen, die ich kenne. Voll süß, aber ich stell dir vor, du wärst einfach... Oh, okay, wir sehen uns später, ja? Ja. Tschüss. Oh, Entschuldigung. Lass den Baum in Ruhe. Oh, sie heult natürlich schon wieder. Mein Gott, Alter, kotzt sie mich an.
Oh ja, jetzt kommt der Pfarrer zurück. Tesla, Na? Das sollte ich lieber nicht machen. Pfarrer Hubertus ist deswegen in den Knast gekommen. Ja, aber nur, weil er es bei einem Mädchen gemacht hat. Was ist los? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich dachte immer, ich stehe auf Jungs. Und jetzt habe ich Cordula geküsst. Perfekt, also erstmal generell mit Klamotten in der Sauna, sowieso so ein Ding, was man ja casual macht, und jetzt auch mit einem katholischen Pfarrer über Homosexualität zu reden, ist eine super Idee, ist eine tolle Idee, wirklich. Also der wird sicherlich Verständnis dafür haben. Ich fühle mich jetzt auch zum Mädchen hingezogen. Das ist cool. Ist die Kirche nicht gegen Homosexualität? Ja, schon, klar. Aber Gott hat dich trotzdem lieb. Hä? Egal, ob du auf Jungs oder auf Mädchen stehst. Weißt du, es ist wichtig, was du hier drin fühlst. Und dass du deine Kirchensteuer zahlst. Das ist das Wichtigste. Wenn du deine Kirchensteuer nicht zahlst, ab dafür, ganz schnell. Auch wenn das bedeutet, dass du auf Scherensex stehst und gerne Lippe auf Lippe hast, wenn du verstehst, was ich meine. Hä? Alter, okay. Danke für die Hilfe. Kein Ding. Tolle Hilfe. Kein Ding. Sag mal, hast du diesen Jojo gesehen? Hä? Alter. Weißt du, Timmy, und wenn man nach Mekka betet, dann geht man auf die Knie und dann steht der Pfarrer so vor einem. Der Pfarrer. Naja, und dann macht man so und dann betet man. Hast du schon mal gebetet? Also man kann abends beten, morgens beten, es gibt ganz viele Gebetsstellungen und es gibt auch die 10 Gebote, das hat mir alles Pfarrer Waldorf erzählt. Wieso kann ich mir vorstellen, dass Jonas und Jonas genau solche Gespräche in ihrer Freizeit haben, Alter? Und wir saßen in der Sauna und hatten nur unsere Handtücher an beim Beten. Pfarrer Waldorf saß in der Sauna? Ja. Das klingt gut. Ja. Sag mal, ich hab was gehört, mit dir und Fatima, habt ihr... Naja, also... Naja. Wir lieben uns. Okay. Okay, das ist krass. Voll cool, aber... Du, okay. Nicht schlecht, oder? Ja, geil. Nee, cool. Ich hab eine Idee. Aha. Ich hab's im Fernsehen gesehen, okay? Es ist jetzt eine Pantomime-Show, okay? Mach dich bereit. Alter, wirklich, also diese zwei Charaktere. Pantomime, okay? Ja. Also, was wir heute Abend machen, okay? Du bist Bob der Baumeister. Nein, ich hab noch gar nicht angefangen, okay? Okay. Ein Taxbär! Du bist ein Bär! Nein, nochmal! Also viele Schwänze in den Mund nehmen und dann tanzen. Nein! Du kannst nicht! Aua! Was war das denn? Klar auf der Mann! Was tut mir weh? Was ich sagen wollte... Marlon, danke für deinen Zapf. Hör zu jetzt! Aua. Was ich sagen wollte, Jojo, heute Abend ist die Abschlussfeier. Ja. Weil wir am Morgen weiterfahren. Ja. Und dann machen wir es einfach so, dass wir ein bisschen was trinken. Und du klärst ja Fatima und ich mir Frau Bra. Meinst Perfekt. Du? Ja. Perfekt. Das könnten wir beide machen. Warte mal, was hat er gerade gesagt? Er will sich Frau Bra klären. So nicht. Und dann... Hand drauf. Okay. Und weißt du was? Wir machen ein Vortrinken. Und alle sind eingeladen. Wow. Geiler Plan. Timmy hat wirklich immer die besten Ideen. Ja. Ich meine, es wäre wirklich fabelhaft, wenn Fatima und ich uns richtig lieben würden. Ja. Ich meine, ich singe einen Song für sie. Ja. Und ich singe in die ganze Welt hinaus. Oh, meine Fatima, kussi, kussi, kuss. Oh, meine Fatima, kussi, kussi, kuss. Alter. Oh, meine Fatima. Weißt du, wenn man eine Rolle mit so einer Überzeugung spielen kann, dann ist wirklich irgendwie... Kussi, kussi, kuss. Scheiße, Alter. Scheiße. Yeah. Oh, ich bin Stanley. Denn ich kenn sie. Ich bin Stanley und ich bin ein Gangster und ich kenn sie. Oh ja, Stanley. Cool. Oh, was soll das? Ja, Mann. Endlich. Puh. Oh, ich hab gehofft, dass Georg ihm jetzt so eine Schelle zieht. Du wirst mir heute Abend auf der großen Party bei meiner goldenen 1000 helfen. Haben wir uns verstanden? Sonst wird die große Wahrheit über dich ans Licht kommen. Ja, was soll ich tun? Mann, Alter. Gork, hau doch drauf. Die große Party. Es gibt wieder eine Party heute Abend. Wird geil. Was hältst du von dem Hoodie? Sau hässlich. Schön. Kannst du voll gut auch mit der Jacke anziehen, oder? Sau hässlich. Oh ja, und dann vielleicht noch der Rock dazu? Sau hässlich. Oh, ich habe den Sound wieder ausgemacht. Besser ist es. Aber passen. Ja, also ich will auf jeden Fall diesen gelben Pulli anziehen. Den habe ich neu und ich finde ihn voll schön. Sau hässlich. Oh ja, der steht dir. Ja. Sau hässlich. Ja. Sieht gut aus. Dankeschön. Und sag mal, hat Fleidi schon gesagt, ob er mit dir zusammen sein will? Woher weißt du das? Also es ist auf jeden Fall nicht so, als hätte ich im Zimmer gelauscht oder so.
Also, damit es klar steht? Gut überspielt. Du hast dich nochmal ganz knapp gerettet, Mädchen. Du bist wirklich eine intelligente Dame. Das kann man nicht anders sagen. Das hat auch gar keiner gesagt. Ja, ja. Wollte ich nur klarstellen, so. Ja. Naja, auf jeden Fall weiß ich auch nicht, was zwischen mir und Fly ist. Ich habe keine Ahnung. Das ist total schwer. Aber ich habe mir überlegt, dass ich einfach auch so Single bleibe wie du. Leute, Haram, ich habe was herausgefunden. Ich muss euch einfach vorwarnen. Wieso ist die eigentlich 3 Meter groß? Fällt mir das jetzt auf. Was? Okay. Tess! Sag die Hübsche, Mashallah. Ne, warte mal. Sag der Hübsche, Mashallah. Was war's nochmal? Ja, irgendwie so. Ich hab's vergessen. Da ist schwul. Schwul? Wer ist schwul? Ja. Woher weißt du das? Was Mashallah, sag der Hübsche. Sie hat Dorfmädchen geküsst. Mashallah, einfach die Hübsche. Sie hat Dorfmädchen geküsst. Was ist denn jetzt eigentlich das Problem an der Sache? Ja, es ist voll normal. Es ist total normal. Wir haben 2020. Was? Meint ihr gerade ernst? Ja. Und hops. Sexuelle Ausrichtung eines Menschen ändert ja absolut gar nichts an der Person allein. Ich verstehe einfach nicht, wieso Fatima das nicht akzeptiert. Kein so Plan, ein Ding. Was mit Fatima los ist. Genau, aber ich Fatima. Ich freue mich mega für Tesla. Es ist so cool, wenn es genau. überhaupt stimmt. Es ist mega überraschend, aber ich freue mich wirklich richtig für sie. Ey, same, same. Okay, Jungs. Heute Abend wird Frau Bra geklärt und ich habe den Plan, okay? Du klaust ihm das Getränk. Und dann kommt Fly und will dich totschlagen. Schlägerei, richtig. Warum soll ich ihn umbringen? Mega der geile Plan, erzähl weiter. Georg muss doch weiter mit Frau Bra gut sein, damit wir im Vorhinein die Klausuren sehen Jungs, können und bessere Note haben. Also, Idee. Du schlägst ihm so richtig aufs Maul, okay? Also, Jungs, bitte, und ich gehe dann einfach dazwischen und bin der Held, weil ich löse die Situation auf. Frau Bra wird mich lieben. Und dann. Okay, also der Plan ist jetzt nicht, also. Lade ich sie auf einen Drink ein. Und danach sowieso die Sache ist gelaufen. Also, und dann geht morgen die goldene 1000 das, geht doch. Das ist der Plan, Alter. Komm her, let's go. Okay, let's go, Jungs. Let's go, komm. Das ist nicht so eine gute Idee. Boah, ich hoffe einfach, dass scheiß Danny ehrlich auf die Fresse bekommt, wirklich. Mashallah, wenn du mich siehst, sag einfach, der Plan, Junge. Dieser Behinderte da mit einem Bierhelm sitzt, dieses Opfer, Junge, Mann. Nein, immer noch niemand da. Ich verstehe einfach nicht, warum niemand zu unserer Butze kommen wollte. Wir haben so ein cooles Vortrinken organisiert. Das verstehe ich ja. Es kommt niemand. Nein, niemand. Du sagst es. Hey, Jungs. Oh, wei. Hey. Hey. Hi. Cool, dass du da bist. Ja, klar, ihr habt mich doch eingeladen. Natürlich. Ja. Aber sag mal, glaubt ihr, dass mit Georg oder dass an Georg irgendwas falsch sein könnte? Ja, Georg hat da 20 Menschen damals im Wald umgebracht und das war's. Ich mag kein Fleisch! Nee, ja, okay, das meine ich aber nicht. Aber glaubt ihr, mit ihm könnte irgendwas nicht stimmen? Ich kann jetzt nicht schwimmen! Ach, wisst ihr was? Und reinsaufen, ja, Mann! Kipp dir weg den Eistee! Wir gehen jetzt einfach zu dritt auf die Party. Ja, Mann. Wir gehen einfach zu dritt, ja. Okay, ja. Okay. Okay. Let's go. Ey, ich kann Menschen mit Bierhelm einfach nicht ernst nehmen. Es sei denn, es sind Bauarbeiter, die einen Kran oder sowas führen, dann kann ich es sehr wohl ernst nehmen. Weil wenn die es schaffen, betrunken mit einem Kran umzugehen, Ehre. Das wird der absolute Oberhammer. Boah, wieso läuft immer dieses Mülllied? Er war die erste Nummer 1. Kurze Aufmerksamkeit bitte. Ich wünsche euch heute Abend viel Spaß, aber bitte vergiss nicht, ihr dürft euch nicht komplett die Kante geben. Trotzdem genießt den Abend. Immerhin ist morgen die Hälfte der Klassenfahrt. Die Hälfte der Klassenfahrt? Die Hälfte, wir sind bei Folge 11. Was für die Hälfte? Wie die Hälfte? So, also, viel Spaß heute Abend. Mann, hier hast du mein Getränk geklaut. Was ist los mit dir? Warum machst du so geil? Fuck! Geil. Danke, Stanley. Danke. Ja, klar. Vielen Dank. Gerne. Ich hätte jetzt einfach, sie guckt wirklich so, sie guckt Real Talk so angewidert. Stanley.
Super, dass du dazwischen gegangen bist. Klar, gern. Der hat einfach einem Typen, der nur jemanden weggeschubst hat, einfach mit voller, mit, also komplett krass ins Gesicht geschlagen. Wie kann die sagen, das hast du gut gemacht? Das ist einfach Gewalt. Also. Leute, Haram, ich muss auch noch was sagen. Ich schwöre, ihr werdet es mir nicht glauben, aber... Nein, halt doch das Maul. Tesla ist eine Lesbe. Was? Sie ist einfach eine Lesbe. Ja, findet ihr das nicht komisch? Möchtest du... Die Lehrerin ist so dabei. ...mit mir zusammen sein oder sind wir jetzt zusammen? Du sag mal, morgen im Bus, ist der Platz neben dir da noch frei? Bitte. Jonas, pass mich nicht an! Alter, wann kann Georg endlich diesen Typen richtig das Gesicht zerschlagen? Mein Gott, das kann doch nicht wahr sein. Da ich ja jetzt gerade erfahren habe, dass es noch eine Hälfte gibt, kommen wir auf jeden Fall gut über die Quarantäne, meine Freunde. Das ist tatsächlich ganz geil. Also, das ist wirklich super. Das ist toll. Also, das ist wirklich einfach nur toll. Was soll ich dazu sagen? Also, ich bin auf jeden Fall gespannt und freue mich wie sonst was. Jetzt